Heftige Unwetter haben in Niedersachsen für schwere Schäden gesorgt. Ein Sturm ist durch Ostfriesland gefegt, so heftig, dass der Deutsche Wetterdienst nun prüft, ob es sich um einen Tornado gehandelt hat. Straßen wurden blockiert, Häuser teilweise unbewohnbar, die Feuerwehr im Dauereinsatz. Bis in die Nacht hinein Chaos in Großheide. Umherliegende Trümmerteile, abgedeckte Häuser, die Dachdecker arbeiten bis in die Dunkelheit hinein, um die Dächer zumindest provisorisch zu sichern. Können wir euch noch irgendwie helfen? Nein, Licht brauchen wir. Licht brauchen wir, mehr brauchen wir nicht. Licht braucht ihr, ja, dann brauchen wir dann noch was. Der Sturm kam so schnell, die Anwohner wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Das ist ein Wirbelsturm, kam und das hat sich so gedreht. Das ging so schnell, ein paar Minuten, dann war es vorbei. Ich stand da im Haus, hab mich erschrocken, wusste gar nicht, was los war. Mach die Tür auf und da war es schon vorbei. Da lag alles voll da. Glas und Scherben und alles, alles durcheinander. Meteorologen hatten eine Sturmwarnung herausgegeben für den Norden von Ostfriesland. Dann zog ein Tornado einmal quer durch Großheide, nordwestlich von Aurich. Großeinsatz für die Feuerwehr, die mit rund 100 Einsatzkräften anrückt. Doch selbst sie müssen sich den Weg freischneiden. 8 Straßen sind durch umgestürzte Bäume blockiert. Der Sturm hat mehr als 50 Häuser verwüstet. 5 davon sind nicht mehr bewohnbar. Die Menschen kamen in Ersatzunterkünften unter. Die einzig gute Nachricht, niemand wurde durch den Tornado verletzt. Interessant ist auch, dass ein Mitarbeiter eines privaten Rettungsdienstes, der einen Notfallrucksack in seinem Fahrzeug hatte, dass der von Haus zu Haus gelaufen ist und dort überall gefragt hat, ob es dort Verletzte gibt. Dieses erkennen wir hoch an. Die Aufräumarbeiten werden noch Tage dauern, denn auch Gas-, Wasser- und Stromleitungen wurden durch den Sturm beschädigt.